Lassen Sie uns anfangen mit dem Islamkurs. Wie genau haben Sie das verstanden, die Festlegung? Schauen Sie, im Grunde haben wir hier die Erblast aus der Präsidentschaft vom Bundespräsident Wulff zu tragen. Der unglückselige Satz, der Islam, was immer der Islam wäre, gehöre zu Deutschland, was immer gehören meint, der ist seit ihm in der Welt. Und folglich muss man sich zu diesem Satz vernünftig oder unvernünftig verhalten. Hätte Wulff damals gesagt, Muslime gehören zu Deutschland, hätten wir eine ganz andere Debatte. Und die AfD wäre wesentlich besser beraten gewesen, wenn sie nicht beschlossen hätte, dass der Islam, was immer das ist, nicht zu Deutschland gehöre, sondern wenn sie beschlossen hätte, dass ein politischer, ein Islam wie im Iran oder wie in Saudi-Arabien nicht zu Deutschland gehört, aber friedliche Muslime, die das Grundgesetz achten, sehr wohl. Wir haben hier einfach Erblasten aus einer schiefgelaufenen Debatte. Sie nennen es Erblast, Sie nennen es unglückseligen Satz. Gleichwohl ist dieser Satz ja zum Beispiel von der Bundeskanzlerin auch aufgegriffen worden und auch durchaus verwendet worden. Und in der gesellschaftlichen Diskussion hat der Satz ja schon dazu beigetragen, dass dieses Thema wirklich öffentlich diskutiert wurde mit allen Facetten. Das war ja nur eine Facette, wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben. Ja, das Thema muss natürlich debattiert werden. Wir haben in Deutschland 2 Millionen Deutsche, die Muslime sind. Wir haben weit über weitere 2 Millionen Muslime in Deutschland. Die bei uns leben, zum größten Teil ganz normale Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und es muss natürlich der Grundsatz der Religionsfreiheit auch für Muslime gelten. Muslime brauchen Moscheen. Zu einer Moschee gehört genauso ein Minarett wie zu einer Kirche ein Kirchturm gehört. Das alles ist ein wichtiges Thema für eine Einwanderungsgesellschaft, die nun allmählich der Konsequenzen ihres Entschlusses, eine Einwanderungsgesellschaft zu werden, gewahr wird. Nur die Formel, der Islam gehöre zu Deutschland, ist dafür denkbar untauglich. Und bloß weil sich die Kanzlerin eine Formel zu eigen macht, ist das noch lange nicht ein päpstliches Dogma. Sie haben die Minarette erwähnt, die AfD möchte aber zum Beispiel keine Minarette. Ja, und sie war sehr schlecht beraten, an dieser Stelle eher einen symbolischen Beschluss zu fassen als einen vernünftigen, denn das wird sich nicht durchsetzen lassen, dass man auf Minarette über Baubestimmungen, Bauleitplanung, Genehmigungsverfahren von Moscheebauplänen entsprechend Einfluss nimmt. Das wird nicht gehen und die Partei war schlecht beraten, sich auf einen solchen falschen Kurs einzulassen. Es gab ja darüber durchaus Diskussionen auf dem Parteitag. Wie sehr sehen Sie denn tatsächlich die Mehrheitsmeinung der Partei in diesen Sätzen, die jetzt aufgeschrieben wurden, wieder? Es fällt ja zum Beispiel auf, dass Herr Höcke auf dem Parteitag kaum eine Rolle spielte. Und der erzählt ja auf seinen Kundgebungen durchaus auch ganz andere Sachen. Es ist schon so, dass es in Deutschland nicht bei der Mehrheit, aber bei einer bemerkenswerten Minderheit sehr heftige Anti-Islam-Empfindungen gibt. Und bei der AfD sind diese besonders stark verbreitet. Der Glaube daran, dass so etwas wie ein friedlicher Islam sich entwickeln könnte, fehlt sehr, sehr viel an AfD-Sympathisanten. Und dieser Mehrheitsstimmung der Parteitagsdelegierten und Parteitagsmitglieder, der musste offenkundig die Parteiführung nachgeben. Sie hatte ohnehin versucht, manchen Unfug in den Anträgen abzublocken. Und an manchen Stellen muss gleichsam dem Affen Zucker gegeben werden. Glauben Sie, dass es so eine Art Arbeitsteilung gibt in der AfD, sozusagen einige Spitzenkandidaten für die bürgerliche Mitte und einige, die dann auch andere Bereiche abdecken? Das ist so. Das ist der Grundsatz, den alle größeren Parteien oder Parteien, die groß werden wollen, pflegen. Es muss eigentlich für jeden etwas dabei sein. Es gibt verschiedene Flügel, die müssen vertreten sein. Verschiedene Leute müssen sich wiedererkennen können. Denn ansonsten gilt das berühmte Gesetz der Sozialisten-Spirale. Je reiner die Lehre, desto kleiner der Kreis derer, die ihr anhängern. Und nachdem die AfD beschlossen hat, keine Sektiererpartei zu sein, sondern in die Parlamente zu kommen, möglichst eines Tages mitzuregieren, muss sie natürlich versuchen, eine Art Gemischtwaren Laden mit gemeinsamen Markenlogo aufzumachen. Und das war sozusagen die strategische Herausforderung auf dem Stuttgarter Parteitag. Wir sprechen an dieser Stelle gleich weiter, wollen aber erst einmal hören, was die Führungspersonen in der AfD auf diesem Parteitag gesagt haben. Frauke Petry war in den vergangenen Monaten ja die Vorsitzende, die häufiger zu sehen und zu hören war. Aber es gibt ja Herrn Meuthen, der eigentlich gleichberechtigt ist als Vorsitzender, der sehr ruhig und sehr zurückhaltend aufgetreten ist. Das hat sich auf diesem Parteitag durchaus geändert. Lassen Sie uns den beiden einmal zuhören. Mit diesen drei Adjektiven, konservativ, freiheitlich, patriotisch herausstellen, was steht als gemeinsame, uns alle einende Klammer über diesem Parteiprogramm, an dem wir arbeiten. Mehr kann man in einem Grußwort für meine Begriffe nicht machen. Arbeiten wir nun also gemeinsam an diesen drei Grundpfeilern unseres neuen Programms, hier und heute. Und geben wir Herrn Bundesjustizminister Maas. Stopp! Hey, was ist los?
Ich verstehe das gar nicht. Ich will was völlig anderes sagen. Einmal. Geben wir Herrn Maas einmal, ein wirklich einziges Mal allerdings, völlig recht. Das erstaunt Sie. Er hat aber gestern etwas gesagt, dem Sie sicherlich beipflichten können. Er hat gestern verlautbaren lassen, unser Parteiprogramm sei ein Fahrplan in ein anderes Deutschland. Liebe Parteifreunde, wo der Mann recht hat, hat er recht. Ja, das stimmt. Und zwar in ein Deutschland weg vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll haben. Warten Sie einen Moment. Wissen Sie, man sagt immer, die AfD ist eine böse Partei. Die sagt nur, wovon sie weg wollen, aber nicht, wo sie hinwollen. Ich will ganz kurz noch und mit einem einzigen Satz ergänzen, wo es auch hingehen soll. Sonst heißt es wieder, dass die Dagegenpartei. Sind wir ja gar nicht. Also weg, ich sehe, das findet breite Zustimmung im Saal, vom links-rot-grün verseuchten, man könnte auch sagen, leicht versifften 68er-Deutschland, hin zu einem reifen, zu einem wirklich freien und souveränen, zu einem zugleich friedlichen und wehrhaften, zu einem sicheren und starken Nationalstaat in der Völkergemeinschaft Europas und in der Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, geht es Ihnen nicht auch so? Egal, ob wir darüber reden, dass uns die Einführung des Euros als Gesellschaft, also als Gesamtheit der Bürger und Steuerzahler und Sparer, insgesamt geschadet hat, oder darum zu sehen, dass in Brüssel schon lange Transparenz und Souveränität beerdigt wurden, ob die aktuelle Bundesregierung faktisch den Schutz unserer Grenzen und die Verteidigung des Rechtsstaates aufgegeben hat, immer fragen wir uns, wann das mutige Kind auftritt, das hörbar laut den Gedanken der schweigenden Mehrheit ausspricht und konstatiert, dass die Kanzlerin der Alternativlosigkeit einfach nur nackt ist. Aber das passiert oft nicht, denn so wie das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern das mutige Kind braucht, meine Damen und Herren, so braucht unser Land die mutigen Bürger, am besten in einer mutigen Partei. Und meine Damen und Herren, ich denke, das sind wir. Mutig zu leihen verlangt allerdings mehrerlei. Es verlangt die Fähigkeit, die Probleme und Fehlentwicklungen genau zu analysieren und eine realistische Vision unseres Landes aufzumachen, wie diese Fehlentwicklungen zu beheben sind. Mutig zu sein heißt auch, unsere eigene Begrenztheit zu erkennen. Es gibt für jeden Politiker und jeden Bürger nicht nur eine territoriale Grenze unseres Handelns, wenn wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker noch ernst nehmen. Unser aller Fundament ist jedoch ganz klar eines. Und das ist der Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes. Dies festzustellen, meine Damen und Herren, egal, ob wir diese Linie blau, grün oder schwarz-rot-gold nennen, dies ist für uns als Rechtsstaatspartei selbstverständlich und wir sollten unseren politischen Gegnern diese Selbstverständlichkeit offen entgegenstellen. Meine Damen und Herren, selbst wenn wir natürlicherweise in Rechnung stellen, weil wir den Menschen kennen, dass die allermeisten privat und öffentlich durchaus mit verschiedenen Stimmen sprechen, ist das Ausmaß der öffentlichen und veröffentlichten Verlogenheit in diesem Land erschütternd. Erschütternd umso mehr. Es ist umso mehr erschütternd, als wir qua Verfassung nicht in einer Diktatur leben. Umso wichtiger ist es für uns alle, dass wir uns den Schneid, offen und kontrovers zu sein, nicht heute, nicht 2017 und auch in den hoffentlich vielen Jahren erfolgreicher politischer Arbeit für unsere Heimat nicht abkaufen lassen. Darüber wollen wir sprechen. Professor Patzelt,
Hat die AfD, so wie Herr Meuthen es eben in einem Zitat von Herrn Maas ausgedrückt hat, hat die AfD einen Fahrplan für ein anderes Deutschland? Ja, sie hat schon andere Vorstellungen von Deutschland. Sie will zum Beispiel die Familie stärken. Sie will den deutschen Nationalstaat als einen Nationalstaat mit eigener Kultur und Steuerungsmöglichkeiten in der Europäischen Union weiter bewahren. Sie will zugleich das Land in einer merkwürdigen Mischung aus Mindestlohn und Verzicht auf die Erbschaftssteuer wirtschaftlich leistungsfähig und sozial halten. Es ist schon so, dass der Parteiname Alternative für Deutschland nicht lediglich ein Etikett ohne Inhalt ist, sondern sie will schon ein anderes Deutschland. Und Maas hatte da recht. Der Streit geht darüber, ob dieses andere Deutschland wünschenswert wäre oder nicht. Viele Parteien sagen nein, das wäre ganz furchtbar. Die AfD sagt, das wäre richtig und der Wähler entscheidet. Sie haben gerade die Familienpolitik genannt. In vielen Punkten ist es aber durchaus so, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind und dass die AfD da gar keine so anderen Positionen hat. In der Familienpolitik zum Beispiel, die traditionelle Familie wird ja durchaus auch von den etablierten Parteien hochgehalten. Sonst gäbe es auch diese Art von Steuerrecht, das wir jetzt haben, nicht. Und auch in anderen Punkten, beim Mindestlohn zum Beispiel, die AfD ist dafür, aber das sind die anderen Parteien ja im Prinzip auch, bei der Union vielleicht nicht alle, aber in wesentlichen Teilen ja schon. Bei der Erbschaftssteuer, die FDP fordert das auch, die abzuschaffen, sonst niemand. Bei TTIP, AfD lehnt TTIP ab, das tun Linke und Grüne auch. Eine interessante Koalition, die sich da in diesem Punkt plötzlich bildet. Bei Volksentscheiden, mehr direkte Demokratie möchte die AfD, aber das wollen SPD, Linke und Grüne auch. Also in diesen Sachfragen sind die Unterschiede ja gar nicht so groß. Die Unterschiede sind groß in diesen, nennen wir es mal, eher weltanschaulichen Fragen. Und dafür hat Herr Meuthen ja auch ziemlich ausgeteilt und hat es ja auch in einer ziemlich drastischen Sprache getan. Hat Sie das überrascht? Denn bisher ist er ja immer als der Moderate aufgetreten. Sprechen wir zuerst über die programmatischen Aussagen, auf die Sie verwiesen haben. Da ist das Spannende in der Tat, dass inhaltlich die AfD so furchtbar viel anderes als das Etablierte nicht will. Und dass gleichwohl die anderen Parteien sagen, das ist eine ganz furchtbare, nachgerade eine Art neofaschistische Partei, mit deren anständige Menschen naja, nicht in Stuhl glaube ich, dürfe. Es steht immer dann, wenn zum Beispiel Herr Höcke in Erfurt auftritt und von 1000 Jahren erzählt. Ja, aber der stand nicht zur Wahl, als es die Landtagswahlkämpfe in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gab, wo es nicht darum ging, Höcke auszuladen, sondern wo es darum ging, etwa Meuthen auszuladen. Also auf der programmatischen Ebene ist der Unterschied nicht so groß, wenn man ins Einzelne geht. Bloß es verteilen sich da die Sichtweisen. Traditionelle Familie, das war der klassische Markenkern der CDU. Volksabstimmungen, das lehnt die CDU bis heute ab, wie der Teufel das Weihwasser. Das wollten die Linken, die rücken jetzt erst etwas davon ab, seitdem die Bösen von der AfD das Gleiche wollen. Der zentrale Unterschied ist tatsächlich der weltanschauliche. Es ist in der AfD vieles einfach anders eingebettet. Die Familie soll gestärkt werden, nicht nur, weil es Familie gibt, das wäre so die klassische Position auch bei der SPD und bei den Grünen, sondern sie soll gestärkt werden, weil intakte Familien dafür sorgen, dass eine Bevölkerung oder ganz böse formuliert ein Volk auf Dauer sich reproduzieren kann. Deswegen bräuchte man weniger Einwanderung. Und folglich hört man sofort, wenn die AfD die Familie stärken will, dann ist das eine einwanderungskritische Position. Sie will deutsche Kultur stärken, ja, dann ist das sozusagen xenophob und gegen eine weltoffene Gesellschaft. Die Einrahmung ist eine andere und tatsächlich macht das auch das Selbstgefühl von vielen AfDlern aus. Das, was bei einer anderen Partei in einem anderen Kontext klingt, das klingt eben bei der AfD nach Stärkung Deutschlands, deutscher Selbstbestimmung, deutscher Kultur. Und genau diesen Ton mögen insbesondere Grüne, Linke und SPDler überhaupt nicht. Sie verteidigen diese Positionen der AfD jetzt vehement. Wo würden Sie denn Kritik ansetzen? Ach, es gibt hier so furchtbar viel völlig Unausgegorenes. Wir sprachen schon von dieser grundsätzlichen Haltung gegen den Islam, als ob es den geben würde. Schauen Sie auf die merkwürdigen Vorstellungen dazu, wie unser politisches System zu verändern wäre. Die Direktwahl des Bundespräsidenten, der dann natürlich mehr Kompetenzen bräuchte. Das würde ein bewährtes parlamentarisches Regierungssystem verändern. Volksabstimmungen. Teils ist im Leitantrag die richtige Form von Volksabstimmung gefordert worden, nämlich Volksabstimmungen über vom Parlament, also vom Bundestag bereits beschlossene Gesetze. Aber in den Debatten taucht dann wieder auf, dass das deutsche Volk über den Verbleib in der NATO oder sonst so beschließen sollte. Es gibt auch Widersprüche. Mindestlohn und ein Verzicht auf die Erbschaftssteuer, das passt einfach programmatisch und normativ nicht zusammen. Hier ist unglaublich viel noch nicht so richtig durchgearbeitet. Aber das war tatsächlich auch nicht das zentrale Anliegen der AfD-Parteiführung offenkundig. Es ging darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden und den Laden halbwegs
zusammenzuhalten. Das ist rausgekommen. Das ist nicht das Nonplusultra, aber die AfD ist auch eine junge Partei. Und wir schauen ihr einfach beim Erwachsenwerden zu. Sie ist jetzt wahrscheinlich in der Phase der Pubertät. Ob sie die unbeschadet übersteht, das bleibt abzuwarten. Da greife ich Ihre Worte mal auf und wir schauen mal, wie sie in dieser sogenannten Pubertät sich jetzt schlägt und hören Ausschnitte der Debatte des Parteitages und der Suche nach dem Markenkern. Ich bitte, diesen Antrag abzulehnen, denn er rückt systematisch in den Hintergrund, worauf es ankommt, nämlich die kulturelle Fremdheit des Islam. Der Islam ist bei uns fremd und deshalb kann er sich nicht im gleichen Umfang auf die Religionsfreiheit berufen wie das Christentum. Er kann sich natürlich auch auf die Religionsfreiheit berufen, aber nicht in gleichem Umfang. Es gilt ja ein Kulturvorbehalt. Und dieser Kulturvorbehalt, der wurde in den vergangenen Jahren auch noch respektiert. Sie erinnern sich vielleicht, dass 2003 das Bundesverfassungsgericht erklärt hat, dass ein Kopftuchverbot in Landesgesetzen durchaus zulässig ist. 2015 hat es aber seine Meinung geändert und erklärt, es dürfe nun kein Kulturvorbehalt mehr veranschlagt werden. Das ist falsch. Das ist ein großer Fehler. Und dagegen müssen wir uns stellen. Danke. Gibt es jemanden an der Pro-Seite? Ja, Röttger, bitte. Kreisverband Lüneburg. Liebe Parteifreunde, ich frage euch, gehört der Islam nicht zu Deutschland, raus aus der EU? Mit solchen Pauschalisierungen sind wir nicht an den Start gegangen 2013. Wir haben Plakate, die Islamismus stoppen. Und ich will eine Differenzierung. Ich finde das ganz prima, dass Frau Petri sich mit den Islamverbänden in den Dialog und sich auseinandersetzt. Wir wollen den politischen Islam nicht in Deutschland. Und ich appelliere an alle, geht in eure muslimischen Gemeinden, in euren Orten und geht in den Dialog. Ich in meinem Kreisverband Lüneburg. Bitte, meine Damen und Herren. Wir in Lüneburg differenzieren und machen Politik über eine Hierarchie der Argumente. Und keine Freund-Feind-Rhetorik, das ist uns fremd. Und das will ich auch, dass es in der AfD so bleibt. Bitte an alle, zu kommen. Die dagegen sind, an Gottfried Abraham Lessing, lest die Ringparabel Nathan der Weise. Wir haben die Religionsfreiheit, ist ein ganz großes Gut. Und wir sollten sagen, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Zeit ist um. Danke schön. Meine Damen und Herren, wenn wir sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann differenzieren wir doch gleichwohl zwischen dem politischen Islam und dem religiösen, dem individuell gelebten Islam. Das heißt nicht, dass wir jeden Muslim ausweisen, aber wir stellen fest, dass der Islam, und genauso hat es Volker Kauder auch 2012 schon gesagt, da hat sich kein Mensch aufgeregt. Volker Kauder hat gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht Teil unserer Tradition und nicht Teil unserer Identität in Deutschland ist. Deswegen gehört er nicht zu mir. Volker Kauder 2012. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist eine Notwendigkeit. Die wurde uns noch diese Nacht in einem mir zugespielten Videoanalyse des Spiegel Online Magazins nahegebracht. Da hat man der AfD vorgeworfen, sie hätte in ihrem Grundsatzparteiprogramm, und zwar war das die Redakteurin Melanie Ammann, gesagt, der Islam wäre als erste Religion jetzt von der AfD als einzige Partei abgelehnt. Weil die AfD sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Dabei bestreitet keiner, dass die Muslime zu Deutschland gehören. Meine Frage ist, wenn wir die Aussage, der Islam gehört nicht zu Deutschland, klar formulieren, dann müssen wir auch sehen, dass wir nicht, wie sie uns vorwirft in ihrem Videoanalyse, in ihrer Videoanalysebotschaft, dass wir eine Reise in die Bundesrepublik der 60er Jahre unternehmen. Man hat eine Sehnsucht nach den alten Zeiten, sagt die Spiegel Online-Redakteurin. Ich sage dazu, meine Damen und Herren, Sehnsucht in die alten Zeiten als eine Sehnsucht ins Mittelalter. Bitte zum Ende zu kommen. Wenn ich mir die Ethik des Islam anschaue, die auf Dschihad, Ehrenmorde, Blutrache, Frauenunterdrückung, danke, Steinigung Zeit, bei Ehebruch, Herr Kollege, Ihre Tod Zeit, bei Homosexualität, Herr Kollege, Ihre Zwangsheirat. Herr Kollege, Ihre Zeit ist um. Danke. Soweit also Ausschnitte der Debatte auf dem Parteitag. Herr Patzelt, ich habe eingangs gesagt, dass die etablierten Parteien jetzt die AfD nicht mehr ignorieren, sondern versuchen, in irgendeiner Weise zu reagieren. Wie äußert sich das denn aus Ihrer Betrachtung als Politikwissenschaftler? Naja, es dürfte sich darin äußern, dass die CDU eines Tages begreift, dass es ihre systemische Aufgabe gewesen ist, zu unserem aller Nutzen, dafür zu sorgen, dass zwischen der vernünftigen Mitte
und dem rechten Narrensaum keine andere Partei, die dann vielleicht demagogischen Irrtümern oder populistischen Abirrungen verfällt, entstehen kann. Das hat die CDU nun jahrelang vernachlässigt. Sie war nachgerade stolz darauf, nach rechts klare Kante zu zeigen. Folglich darf man sich nicht wundern, dass dann rechts der klaren Kante etwas Neues entsteht, was die CDU nicht will. Und die SPD und die Grünen und vielleicht auch die Linke dürfte eines Tages begreifen, dass sich auch die SPD selbst keinen guten Dienst erweist, wenn sie die CDU durch ständige Vorhaltung, sie sei zu rechts, in die Mitte zwingt und so weit in die Mitte zwingt, dass der SPD kein Spielraum mehr bleibt und sie im 20%-Turm und vielleicht demnächst im 15%-Turm eingeklemmt ist. So vermute ich, dass die Parteien darauf reagieren werden, dass die AfD nicht einfach ein Eintagephänomen ist, dass an der Spitze der AfD nicht einfach Dummköpfe stehen, die nicht differenziert zu denken und zu reden vermöchten. Diese Legenden werden im Laufe der Zeit weniger funktionieren als in der Vergangenheit. Es ist erkannt worden, dass die AfD ein veritabler politischer Gegner der CDU insbesondere, aber auch der anderen etablierten Parteien ist. Und mir scheint, sie werden auf die von mir beschriebene Weise darauf reagieren. Die CDU erobert Platz am rechten Spektrum zurück und die anderen Parteien erlauben das ihr. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Der alte Heraklit wusste schon, dass keiner zweimal in denselben Fluss steigt. Der Fluss wurde anders, er selbst auch. Wenn heute oder morgen oder irgendwann die Kanzlerin behaupten sollte, die CDU müsse doch die Wähler rechts einfangen, wird man ihr das nicht so glauben, wie man ihr das vor 5 Jahren noch geglaubt hätte. Heute merkt man die Absicht und ist verstimmt. Nun hat die CDU ja in den vergangenen Jahren um Wähler in der Mitte geworben. Sie haben es gerade eben so als Linksruck beschrieben. Ist das denn der richtige Zeitpunkt, jetzt durch die, ich sag mal, Provokationen der AfD den Kurs zu ändern und wieder zu versuchen, auf der rechten Seite zu fischen? Die Grundfrage lautet, wollen die etablierten Parteien, will insbesondere die CDU, dass wir eine weitere, dauerhaft in den Parlamenten präsente Partei hinzubekommen? Will die CDU in ihrer Spielfeldhälfte das gleiche erleben, was die SPD mit dem Aufkommen der Grünen zu Helmut Schmidtschen Zeiten und dann später mit dem Aufkommen von PDS und Linkspartei erlebt hat? Wenn die CDU kein Problem damit hat, dass die AfD sich auf Dauer verfestigt, dann muss sie nur weitermachen wie bisher. Und wenn Grüne und SPD und Linke glücklich damit sind, die AfD in den deutschen Parlamenten vorzufinden, um einen symbolischen Gegner zum sich abarbeiten zu haben, dann brauchen sie die CDU nur weiter daran hindern, nach rechts auszugreifen. Es ist also eine Grundentscheidung. Will man die AfD, dann muss man in den rechten Rand nicht eindringen. Will man sie nicht, muss man dieses Gelände zurückerobern. Wenn Sie es einmal versuchen, für den Moment zumindest positiv zu sehen, könnte es nicht sein, dass die politische Debatte jetzt dermaßen einfach auch belebt wird, dass sozusagen die etablierten Parteien jetzt sich wiederum besinnen auf ihre traditionellen Vorstellungen und Werte und dadurch auch wieder stärker werden, weil sie wieder mehr in den Vordergrund treten? Das ist das bestmögliche Stichwort. Denn das Aufkommen der AfD und die offenkundige Unmöglichkeit angesichts von freien Wahlen, ihre Existenz und ihre Aussagen zu ignorieren, das hat die Menge dessen, was sich politisch erörtern lässt und politisch erörtert werden muss, erweitert. Wir hatten tatsächlich Zeiten, in denen der politische Diskurs kanalisiert war, in den Bahnen, welche die Union, die SPD, die Grünen als ordnungsgemäß gewiesen haben. Nach links sah man dann der PDS und der Linkspartei manches nach, weil es muss auch Radikale geben. Nur rechts war vieles tabuisiert. Infolgedessen staute sich in der Bevölkerung viel Empörung, viel Zorn, der nun seinen Ausdruck im Wählern für die AfD findet und dessen Spuren wir in den Stimmungen, in den Beiträgen vom AfD-Parteitag ja gesehen haben. Es wird nun manches wieder thematisiert, was zu den zu thematisierenden Herausforderungen dieses Landes gehört. Man wird nicht eine Einwanderungsgesellschaft, ohne sich darüber zu verständigen, wer man ist, was die eigene Identität, die eigene Kultur ist. Das waren alles lange Zeit unter dem Deckel gehaltene Debatten. Und folglich kann man schon sagen, es belebt die deutsche politische Landschaft. Wichtig ist nur, dass man damit richtig umgeht. Und das heißt, differenziert argumentiert, den kommunikativen Nahkampf sucht und nicht darauf hofft, irgendein Schiedsrichter würde die unliebsame Konkurrenz mit gelben und roten Karten vom Spielfeld stellen. Professor Werner Patzelt von der TU Dresden, Politikwissenschaftler. Vielen Dank für dieses Gespräch.